grüße euch. Das Ritual mit Bast nennt sich Spielzeit mit Bast. Suche dir eine Zeit und einen Ort, wo du nicht gestört wirst. Setze oder lege dich mit gerader Wirbelsäule bequem hin und schließe die Augen. Atme tief ein und atme langsam wieder aus. Beim nächsten tiefen Atemzug atmest du Zufriedenheit ein, die du dir als die Farbe Rosa vorstellst. Während du ausatmest, spürst du, wie sich Zufriedenheit in deinem Körper ausbreitet. Atme tief ein und sehe, spüre oder fühle beim Ausatmen ein großes Loch im Boden. Atme wieder tief ein und beim Ausatmen stehst du am Rande des Loches, das groß genug für dich ist, um hineinzugehen. Du trittst ein und stellst fest, dass du in einem unterirdischen Tunnel gelandet bist. Er ist gut beleuchtet, warm und angenehm. Du gehst nun hinunter, weiter hinab und immer weiter, tiefer und tiefer und tiefer. Während du hinabsteigst, nimmt deine Entspannung zu. Du gehst so lange, bis du ein Licht am Ende des Tunnels siehst, das aus der Unterwelt kommt. Dort angekommen, machst du einen Schritt hinaus und stehst nun selbst in der Unterwelt. Du rufst nach Bast. Sie erscheint in einer Katzengestalt neben dir und fragt dich, was du brauchst. Du sagst ihr, du bist gekommen, um mit ihr zu spielen. Sie macht ein aufgeregtes Miau und bittet dich, auf ihren Rücken zu steigen. Das tust du gerne. Und schon seid ihr in der Luft und fliegt. Du schaust nach unten und siehst unter euch das Meer und die Küste. Bast landet ganz sanft an einem wunderschönen weißen Sandstrand.
Sie lädt dich ein mit ihres Sandburgen zu bauen. Du willigst ein. Sie verändert ihre Gestalt und wird zu einer Spielgefährtin, die altersmäßig gut zu dir passt. Sie fragt dich, ob du alleine mit ihr spielen willst oder ob du noch andere einladen willst. Mache das, worauf du Lust hast. Vielleicht lädst du Leute ein, die du kennst oder die es nur in deiner Fantasie gibt. Oder du bleibst mit Bast alleine. Am Strand steht eine große Kiste mit Schaufeln und Sandeimern. Ihr überlegt euch, wie eure Burg aussehen soll. Und dann fangt ihr an, sie zu bauen. Nach einer Weile merkt ihr, dass euch sehr warm geworden ist und ihr habt Lust, euch beim Schwimmen zu erfrischen. Ihr lauft in das angenehm kühle Wasser und spritzt euch voller Vergnügen gegenseitig nass. Dann lädt Bast dich ein, mit ihr Fangen zu spielen. Während ihr euch in verschiedene Gestalten verwandelt. Zunächst werdet ihr zu Delfinen und tollt im Meer herum. Dann verwandelt ihr euch in Möwen und jagt euch in der Luft. Ihr verändert noch einige Male eure Gestalt, bis du genug von dem Verwandlungsspiel hast. Du kehrst in deine eigentliche Gestalt zurück und gehst aus dem Wasser zurück zum Strand. Es ist nun Zeit für die Rückkehr. Bast wird wieder zu einer Katze und du kletterst auf ihren Rücken. Sie fliegt los und schon seid ihr in der Unterwelt. Und steht vor dem Tunnel. Du bedankst dich bei der Göttin und betrittst den Tunnel. Du wanderst nach oben, immer weiter aufwärts. Nach oben und immer höher. Du fühlst dich leicht
und erfrischt, entspannt und verjüngt. Du bist zu allem bereit. Es geht immer weiter hinauf und höher, solange bis du wieder bei dem Loch im Boden angekommen bist. Du trittst hinaus und beim langsamen Ausatmen kommst du in deinen Körper zurück. Du atmest nochmals tief ein und öffnest die Augen. Willkommen bei dir.